Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Infected. So, liebe Leute, wir sind wieder an der neuen Base. Der Extrahierer ist tatsächlich da. Habe ich auch schon ausgeräumt, das ganze Kupfer. Hier drüben ins Kupferregal geräumt. Und ja, ne? Holz gehabt wie ein Blöder und oben schon mal ein bisschen angezeichnet. Ich habe drüben die andere Seite tatsächlich nochmal genauso gemacht. Wie, wie auf der rechten Seite, damit das halbwegs symmetrisch wird, ist noch ein Haufen Arbeit. Und hier wird dann, das nehmen wir uns in der Folge vor, die dritte Etage entstehen, wo ich ein Dach drauf bauen möchte. Ich bin sehr gespannt, ob man hier durchgehen kann. Fände ich eigentlich ziemlich cool, wenn man hier, oh, naja gut, hier fehlt noch ein bisschen Dach. Müssen wir mal ausprobieren. Weiß ich tatsächlich noch nicht, ob man da direkt oder ob man sich da die Birne stößt. So, ja gut, Holz ist ja ordentlich da. Hier habe ich auch schon Eisenbahn drin, da bräuchte ich nochmal 40 Bretter. Die würde ich aber jetzt lieber erstmal zum Bauen nutzen. Und den Extrahierer müssen wir setzen, also viermal Öl. Brauche ich mal auf jeden Fall, da haben wir ja eine ganze Menge da. 81, ein Traum. Meine Winterklamotten habe ich auch dabei. Blökt schon wieder ein Schaf. Ich habe mir ein paar Elektrik- und Mechanikteile noch mitgebracht. Falls wir uns hier einen Zementmischer bauen, wo der echt schweineteuer war. Ich überlege, ob ich den alten aus der Base noch abhole. Alter Schwede. Als wenn es direkt neben mir stehen würde. So, jetzt ist die Frage, wo ist denn hier was? Ja, komm, wir stellen da einfach erstmal hin. Was soll's denn? Gib mal her, das Teil. Ja, einmal können wir hier abbauen. Ist ein Abbaugebiet. Gleich hier vorne am besten. So. Das müsste ja schon funktionieren. Lass einfach mal rumpeln. Wir brauchen eh alles. Feuer frei. Das zweite Abbaugebiet ist dann gleich hier. Das Melönchen, das stopfe ich mir in meine Tasche. Oh. Ach du Jemine, was ist denn hier los? Ah, du bist wieder so unaufgeräumt. Hä? Sieht's aus mit Durst? Ach komm schon, das gibt's doch nicht. So. Gut, da haben wir ja noch ein bisschen was zu tun. Dann lass mal gucken, wie wir das oben hinbekommen. Extrahierer läuft. Mal schauen, was der... Eins müsste eigentlich Kupfer, eins Kobalt sein. Das mal richtig rausgefunden habe. Achso. Hat er schon wieder keine Bretter dabei. Der Lümmel. Das geht ja relativ zackig. So, komm. Hier lang kein Problem. Der Rückweg wird interessant. Ah, es geht. Nice, das gefällt mir gut. Oh, da kommen wir doch relativ gut voran. Naja, regne du mal. Nehme ich gleich wieder die Abkürzung. Lass mal ein paar Bretter noch sägen. Ich glaube, Bretter haben wir jetzt sogar erstmal schon genug.
hier ist ja noch keiner drin. Vier Stück brauchen wir tatsächlich noch. Und jede Menge Scheite. Bin mal gespannt. Ach, jetzt habe ich... Naja, kannst du ja hier auch noch bleiben. Mal sehr gespannt, ob es fürs Dach noch reichen wird hier. Aber zumindest einen Anfang können wir bestimmt mal machen. So, sechs Scheite noch. Was ein Projekt, Leute. Was ein Projekt. Aber Spaß macht es trotzdem, hier ein bisschen zu friemeln und zu basteln. Mit der Treppe bin ich noch nicht so ganz im Reinen. Ach du Scheiße, jetzt habe ich die Wand hier falsch rumgesetzt. Oh. Och Leute. Kriegen wir auch nur hier ein Teilchen wieder? Das kann doch nicht wahr sein. Ja, so ist richtig, ne? So, dann brauchst du jetzt natürlich nochmal zwei Bretter, zwei Stämme. Ich hab's ja, ne? Holzhacken ist ja eine super Beschäftigung. Jetzt bin ich so weit oben, jetzt werde ich doch bestimmt bald mal vom Blitz erschlagen. So, wie geht denn das jetzt hier überhaupt? Das erste Dach tatsächlich, was wir hier bauen. So? Nee. Ich hätte jetzt eher gedacht... Oh, jetzt erweist sich schon wieder als schwieriger als gedacht. Ja, doch so. So rumzicken. So, aber drüben. Ja, drüben geht's jetzt auch. So. Das ist ja easy. Und das hier, ne? Ja, so, genau so rum. So wird's der Fachmann einbauen. So. Hat man jetzt hier eine Lücke? Das ist ja bescheuert. Moment mal, ich muss die mal kurz bauen, die zwei. Kann sein, dass wir dann schon wieder was abreißen müssen. Und ich habe nicht geguckt, was man dafür braucht. Passenderweise. Nehmen wir mal ein paar Bretter mit und ein paar Stämme. Oh, man braucht auch Lehm. Ach du Schande. Alles klar, wir müssen ein bisschen Lehm holen. Hier ist ja gleich was vor der Haustür, Gott sei Dank. Oh. Und natürlich ist die Spitzhacke auch im Arsch. Da ist ein Stein. Hier ist ein Stock.
brauchen wir jetzt nur noch ein Stückchen Lehm. So. Dass wir hier gleich eine neue stricken können. Erstmal Steinklinge. Zack, zack. Sehr gut. Halt. Im Baum. Oh nein, nein. Ja. Ja, ist gut. Jetzt kannst du mal wieder ein bisschen hübscheres Wetter hier. Nein. Oh, alles in der Tasche, was wir jetzt brauchen, hoffe ich. So, hier, du willst 10 Lehm. Und jetzt? Leute, ist das euer Ernst? Ich dachte, ich kann das jetzt hier einfach hier in die Mitte basteln. Geht das? Nicht, oder was? Aua. Das ist ja Mist. Oh, jetzt komme ich hier echt nicht mehr durch. Wegen dem Dach, hä? Na gut, wir verraten es keinen. Dann müssen wir das hier nehmen. Holzflachdach, Ecke. Nee. Ach so, Ecke ist falsch. Ja, das ist total bescheuert. So will ich das nicht. So, warte mal, du hast hier eh eine Kante, ne? Ich werde wohl hier verzweifeln, Leute. So wäre es zumindest zu, aber ich habe schon wieder irgendwas. Du hast wahrscheinlich. Oh. Ich gleich mal um Wasser kümmern, aber das Problem hier, das macht mich jetzt schon wieder fertig. Muss ich es dann doch irgendwie so? So, lieber bauen. Ja, Moment mal. Ah, scheiße. Abgestürzt bei Dacharbeiten. Ich nehme das hier nochmal ganz kurz weg. Haben wir ja noch nichts rein investiert, ist ja wurscht. Dann will ich mal eben gucken, wenn ich das jetzt hier mit den Ecken mache. So. So. Wofür ist dieses Mittelstück? Das ist so total über. Täusche ich mich? Ich verstehe es. Ich glaube, ich verstehe es nicht ganz.
So ein Flachdach will ich nicht, dann brauche ich auch keins. Aber ich glaube tatsächlich. Das kriegen wir so nicht anständig zu. Also es ist tatsächlich die einzige Möglichkeit hier. Nee, nicht unbedingt die Ecke. Das Ding hier. Und zwar dann so, dass es dann zu wäre. Ach, und kann ich hier dann vielleicht auch was drauf bauen? Komm, wir machen es dann erstmal so, bis ich weiß ja, wo der Fehler liegt, bei mir oder bei den Teilen, die es hier so gibt. Aber irgendwie stehe ich gerade auf dem Schlauch. Da brauchen wir mal eine Menge. Brauchen wir hier auch 10 Lehm? So viel Lehm, Scheiße. Habe ich hier gar nicht mit gerechnet, da habe ich mir noch keinen weiter geholt. Habe ich hier Wasser gekocht? Ja, habe ich. Okay. Erstmal mal so ein Schnitzelchen. Vielleicht nochmal eine Gurke für ein paar Vitamine und den Rest. So. Ja, passt schon. Ja, holen wir mal ein bisschen Lehm. Ja. Das nervt mich ja jetzt ein bisschen mit dem Dach. Noch mehr? Ah, hier sind. Ach ne, ist ja gar keiner. Hier ist aber welcher. Paar Balken stehen hier Gott sei Dank hier in der Nähe rum. Trotzdem schon wieder komplizierter, als ich es mir gedacht habe. Unserem guten Dächlein hier. So. Lass mal gucken, wie sieht denn das von unten aus? Hübsch ist was anderes. Dann weiß ich auch, warum ich bis jetzt noch kein Dach gebraucht habe, ehrlich gesagt. So die, von der Struktur her ist es ja ganz nice, aber hier kann ich jetzt auch nichts mehr. Warum ist das so verdellt hier? Hab ich denn da wieder gemacht? Nee, da kannst du nichts drauf bauen. Hätte ich da vielleicht eine halbe Wand? Nee, mit halben Wänden funktioniert ja eigentlich auch nicht. Nee, die ist auch schon viel höher. Das ist ja hier höchstens ein Drittel. Ich weiß es nicht. Ihr könnt es mir gerne mal schreiben. In der Folge finde ich das, glaube ich, nicht mehr raus. Aber zur Not würde ich es jetzt auch erstmal so vielleicht lassen. Wir müssen vielleicht noch einen kleinen Überhang bauen. Geht das wenigstens? Obwohl, das sieht auch bescheuert aus. Also wisst ihr, hier vorne noch was dran, dass es nicht so platt aussieht. Ja, das würde sogar gehen, aber steht echt sehr weit raus dann. Ah, das ist noch nicht so ganz meins. So ein Dach.
Will ich mal lieber nicht zu sehr noch drauf eingehen. Wenn ich keine bessere Möglichkeit finde, muss es nämlich so bleiben. Da wollen wir es mal nicht zu schlecht reden. So, dann ja, kannst du es wieder so hinsetzen. Haben wir es so angezeichnet, jetzt machen wir es auch so. Zumindest wäre es dicht. So, nehmen wir mal ein paar Bretter. Natürlich brauchen wir wieder ein bisschen Lehm. Wenn wir hier nochmal zwei Blöcke finden würden, das ist eine feine Sache. Na komm, nimm mal mit. Oh, halt. Papier. Dieses Tetris-Gespiele. Halt! So, lebt. Her damit. Unser Dach ist mal wieder ganz schön materialhungrig. Gerne schon vorbereitet gehabt, aber natürlich nicht geguckt, dass die Dächer auch Lehm brauchen. Vor allem so widerspenstig sind. Könnte ich noch einen tragen? Nee. Jetzt kriegst du die Bretter wieder nicht mit. Schweinchen, das hier rumgrunzt, das drängt sich aber auch jetzt ein bisschen auf, finde ich. Wie sieht denn das aus? Ja, von innen geht es eigentlich, ne? Da habe ich keine Schmerzen. Hier drüben ist noch ein bisschen übel. So, 30 Lehm halt noch. Was willst du machen? Kann ich hier noch irgendwie was? Im Prinzip bräuchte ich auch nochmal einen kleiner Ständer, ne? Dass die alten Klamotten hier mal verschwinden. Aber wenn hier was geht, kannst du hier nochmal rüberschmeißen. Aber so viel geht jetzt auch nicht. Wollen wir uns einen Kleiderständer leisten? Den machen wir aber oben hin, ne? Kostet in die Bude. Jetzt sind die Kisten wieder so voll. Ich glaube, das ist nochmal relativ gut investiert. 5 Eisenbahnen, 2 Plastik hatte ich schon mitgenommen. Okay, wenn ich das Bett verrücke, könnte ich es auch hier neben noch stellen. Kommst du so schlecht dran, mach das gleich hier. Okay, 5 Eisenbahnen nur noch. Müssten wir vielleicht auch mal ein bisschen weiter schmelzen. Lässt du schon mal ein. Uns dafür gleich hier wieder. So. Erstmal irgendwas anderes reinwuppen. Weil schon wieder alles ziemlich voll ist. Oh, mehr haben wir schon wieder gar nicht an Eisenbahnen.
tatsächlich mal nach und nach ein bisschen wieder schmelzen. So, jetzt hängen wir die olle Hose hier in die auf, die Schneehose. Und dann kannst du unten auch mal die Jacke aus der Kiste nehmen. So. Sehr gut. Und ich muss mir tatsächlich auch bald ein neues Mützchen gönnen. Ist jetzt nicht mehr so viel dran, aber ohne die Mütze kein Licht. So. So, lass den Strunz mal hier. Dann können wir vielleicht auch mal drei Klumpen Clay tragen. Kohle kann hier schon mal rein. Irgendwo hast du noch Dosen, ne? Wo war denn das? Ah, hier. So. Das ist natürlich ein Brett zu viel. So. Gib mir Clay, da sehe ich doch schon welchen. Oh, zweimal gleich, sehr gut. Oh, das rollt doch alles hier in den See. Oh, moin. Alter Schwede, da ist ja nichts übergeblieben. Da bin ich ja mal Auge, ob ich hier alles noch aus dem See aufsammeln darf. Doch, scheint zu funktionieren. Hallo Fisch. Geh weg, ich will nur leben. Das ist ja mal wieder eine großartige Leistung hier. Hm. Ach, Floki, du bist schon so einer. Hast du 7, okay. Man sieht es nicht so gut, ne? Ich hoffe, der Extrahierer hat schon was ausgespuckt. Ich habe jetzt hier keinen Bock, 3 Stunden den Clay zu suchen. Feierabend an der Stelle. So, brauchen wir noch einmal. Hoffe ich. Ja. Sehr gut. Ich hoffe, wir fliegen jetzt noch weiter rum. Sehr gut. Hallo. Gib mal her. Habe ich schon irgendwo Feder? Nee. Immer noch durchgesägt, dann kriegen wir es tatsächlich noch fertig. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Nach den Anfangsschwierigkeiten. Ursprünglich dachte ich, wir schaffen noch ein bisschen mehr. Das Dach hat mich jetzt doch ein bisschen aufgehalten. Und ich bin auch nicht hundertprozentig glücklich damit. Aber es wäre jetzt erstmal dicht, ne? Schon. So, also von innen ist ja wirklich ganz okay.
Naja. Als Flachdach, Holzschrägdach. Ich werde nochmal drüber schlafen, auf jeden Fall. Weil das jetzt tatsächlich so gefallen soll. Ja, und dann würde ich sagen, es geht in der nächsten Folge weiter. Ihr seht, das Holz ist schon wieder ziemlich aufgebraucht. Und ja, ich werde wahrscheinlich das nochmal genauso bauen wie auf der rechten Seite. Das heißt, ich muss wieder hacken, hacken, hacken. Eine Sache würde ich noch gerne machen tatsächlich. Wenn hier gerade eh nichts drin ist, dann versetzen wir das nämlich schon mal. Na. Drüben auf die andere Seite. Hat nämlich hier unterm Fenster geköchelt. Schönen Aufgaben hinbekommen. So am besten. Wird wohl passen, oder? Ja, ja. Das geht schon. Vielleicht brauche ich da noch irgendwann mal diese Rampe hier. Das wird schon wieder so ein Drama werden. Liebe Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Wie immer hoffe ich, ihr hattet Spaß an der Folge. Auch wenn es ganz schöne Wurschelei ist, aber wir haben halt hier mal ein bisschen was am Austesten. Ja, und ich freue mich schon aufs nächste Mal bei die Infected. Aber nicht so besonders mehr aufs Holz hacken. Muss ich ganz ehrlich sagen. Naja, was willst du machen? Ne? Gut Ding will Weile haben. Also, ne? Macht es gut. Bis denn. Tschüss.